Hallo und herzlich willkommen bei Umweltaktiv. Noch ist es hell hier am Walterplatz in Bozen. Wir haben es jetzt 7:05. Aber schon bald wird die Sonne hinter den Berggipfeln verschwinden. Und dann wird es richtig spannend für diese Sendung. Es geht nämlich um die Lichtverschmutzung. Wie Sie sehen, es ist Nacht, aber richtig dunkel ist es nicht. Und das ist ein Problem. Dann spricht man von Lichtverschmutzung. Was man darunter versteht unter Lichtverschmutzung, das haben wir im Amt für Energieeinsparung der Landesumweltagentur nachgefragt. Herr Haberer, was ist denn eigentlich unter Lichtverschmutzung zu verstehen? Ja, per Definition ist die Lichtverschmutzung die durch künstliche Lichtquellen verursachte Aufhellung des Nachthimmels. In der Praxis muss man das so verstehen, dass Licht dorthin gestreut wird, wo es niemand braucht, also auch nach oben direkt, wo es Man stellt sich eine Kugelleuchte vor, die noch vielfach verwendet wird. Allein durch die Bauart dieser Kugelleuchte strahlen 50% des Lichts nach oben, nach dem Seitenweg. Steht diese Kugelleuchte dann noch am Straßenrand, dann ist praktisch von der unteren Hälfte nochmal die Hälfte, die abseits der Straße strahlt. Und praktisch diese drei Viertel, das ist eigentlich Verursacher der Lichtverschmutzung. Und nur ein Viertel von dieser Leuchte wird effektiv genutzt. In Südtirol gelten ja bestimmte Richtlinien zur Einschränkung dieser Lichtverschmutzung. Diese Richtlinien betreffen in erster Linie die öffentliche Außenbeleuchtung. Was sehen denn diese Richtlinien genau vor? Ja, es ist in der Tat so, die öffentliche Außenbeleuchtung ist davon betroffen. Hauptsächlich die Gemeinden natürlich, die öffentliche Außenbeleuchtung betreiben. Und die Gemeinden müssen zuerst einmal eine Bestandserhebung machen, einen Lichtplan sozusagen, wo sie feststellen, welche Lichtpunkte, wie viele Lichtpunkte, welche Leuchttypen, welche Leuchtmitteltypen vorhanden sind. Und aufgrund dieser Erhebung müssen sie dann einen Aktionsplan machen, wo sie vorsehen, in jährlichen Schritten diese Anlagen, die nicht in Ordnung sind, anzupassen. Die neuen Bestimmungen. Auch sind natürlich Bestimmungen enthalten, die die Planung von Neuanlagen betreffen oder wie solche Anlagen in Zukunft also Beleuchtungsanlagen aussehen sollen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, Energie einzusparen. Allein in Italien betragen die jährlichen Energiekosten für die nächtliche Außenbeleuchtung rund 1 Milliarde Euro. Wie schaut es denn da in Südtirol aus? Es gibt hier noch keine genauen Zahlen, da die Erhebungen noch nicht von allen Gemeinden gemacht wurden. Aber so eine grobe Schätze würde ich sagen, zwischen 5 und 6 Millionen Euro jährlich, was nur die öffentliche Außenbeleuchtung betrifft, die die Gemeinden praktisch bezahlen. Und wie viel könnte man da einsparen? Ich würde sagen, man könnte sicherlich durch gezielte Beleuchtung, also nur dort beleuchten, wo es notwendig ist, durch Verwendung neuer Techniken, durch Reduzierungen, vor allem auch in den Nachtstunden, sicherlich mindestens 50% einsparen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Haberer. Dankeschön. Wiedersehen. Inzwischen haben wir hier oberhalb von Bozen auf der Straße Richtung Genesien Stellung bezogen. Hinter mir können Sie sehr gut die Stadt erkennen, ein einziges Lichtermeer jetzt in der Nacht. Und dieses Lichtermeer sorgt dafür, dass die Umwelt Schaden nimmt, vor allem die Flora und die Fauna. Tageslicht ist ein wichtiger externer Zeitgeber für Pflanzen. Auf den Tag- und Nachtrhythmus hat sich die Natur eingestellt.
Pflanzen werden nun durch eine künstlich aufgehellte Umgebung in ihrem Wachstumszyklus beeinflusst. Was bei Zuchtpflanzen in Gärtnereien durchaus erwünscht ist, kann für empfindliche Naturpflanzen zum Problem werden. So wurde vielfach beobachtet, dass Laubbäume in unmittelbarer Nähe von Straßenlampen ihre Blätter verspätet verlieren. Zudem erschweren künstliche Lichtquellen die Navigation oder Orientierung nachtaktiver Insekten und der Zugvögel. Insbesondere die Auswirkungen von nächtlicher Kunstbeleuchtung auf Insekten sind gut dokumentiert. So können in einer einzigen Sommernacht an einer Straßenlaterne durchschnittlich 150 Insekten zugrunde gehen. Lichtverschmutzung schadet der Umwelt, schadet den Pflanzen und den Tieren. Und jemand, der sich damit schon seit längerem auseinandersetzt, ist Diego Del Monego. Fein, dass Sie es hierher zu uns geschafft haben. Guten Abend. Schönen guten Abend auch meinerseits. Herr Del Monego, nicht jedes Licht ist automatisch schlecht, jedes künstliche Licht. Was sind denn da die großen Probleme? Ja, das künstliche Licht erzeugt, wenn es nicht nach unten gerichtet wird, Lichtverschmutzung. Diese Lichtverschmutzung führt dazu, dass Insekten von diesem Licht angezogen werden und an diesen Lichtquellen verenden. Aber führt auch dazu, dass Menschen schlecht schlafen können, nicht oder nicht richtig schlafen können oder gestört werden im Schlaf. Also sollte man versuchen, die Lichtquellen nach unten zu richten. Es gibt heute durch die neuesten Technologien die Möglichkeit, das zu erreichen, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb hat Südtirol auch entsprechende Richtlinien erlassen, damit die Gemeinden im Laufe der nächsten Jahre ihre Beleuchtungssysteme dementsprechend verändern. Was sind denn in Südtirol die großen Schwachstellen, wenn es um künstliches Licht, um künstliche Außenbeleuchtung geht? Die großen Schwachstellen sind eigentlich die Sportplätze, die Bahnhöfe, die Autobahnausfahrten, die mit ihrem Licht eigentlich das ganze Umfeld ausleuchten. Diese Lichtquellen sollten nach unten gerichtet werden und mit den modernsten LED-Systemen zum Beispiel ausgestattet werden. Es gibt derzeit neue Produkte auf dem Markt, aber es fehlen noch Produkte, die spezifisch für Hanglagen, also für Straßen in Hanglage, gedacht worden sind, damit eben das Licht nicht über den Hang hinunterleuchtet. Und es gibt noch große Möglichkeiten im Bereich des Wohnbaus, zum Beispiel die gesamten Balkonbeleuchtungen, die zum Beispiel im Handlauf integriert werden könnten, sind Marktlücken, die auszufüllen sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Del Monego. Ein zu heller Nachthimmel schadet aber auch der Astronomie, der Wissenschaft, der Gestirne, der Sternbeobachtung. Und inwiefern die Astronomie von der Lichtverschmutzung beeinflusst ist, das fragen wir jetzt direkt einen Astronomen. Wir fahren zur Sternwarte nach Gummer. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Lichtverschmutzung ist das Thema heute bei Umweltaktiv und mit Lichtverschmutzung befassen sich vor allem auch die Astronomen wie Sie hier. Wir befinden uns ja hier bei der Sternwarte in Gummer, Max Valier. Warum ist denn die Lichtverschmutzung ein Problem? Ja, die Lichtverschmutzung ist insoweit ein Problem, da sie eigentlich den Himmel aufhellt, so kann man natürlich die schwachen Objekte, wie zum Beispiel jetzt Galaxien, die heben sich gar nicht mehr vom Himmelshintergrund ab. Man kann sie somit nicht mehr beobachten. Wann ist denn eigentlich die beste Zeit, um den Südtiroler Nachthimmel, die Sterne am Südtiroler Himmel zu beobachten? Jetzt abgesehen vom Mond und den Planeten ist eigentlich der Zeitraum um Neumond die beste Zeit. Da wird der Himmel noch richtig dunkel.
Wird die Lichtverschmutzung hier eigentlich auch irgendwie gemessen oder aufgezeichnet? Ja, wir haben ein Lichtverschmutzungsmessgerät installiert, schon seit Jahren. Das gibt es in Italien schon überall ein bisschen. Wenn man von einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 7 ausgeht, haben wir hier in Gummer etwa Stufe 3. Das ist ein annehmbarer, dunkler Himmel. 2 wäre natürlich viel besser, das bedeutet sehr gut. 1 ist ein ganz dunkler Himmel. Zum Beispiel in Bozen unten ist der Himmel so schlecht, da müsste man schon etwa 6 bis 7 Stufe nehmen. Wie funktioniert das hier eigentlich bei der Sternwarte in Gummer, das Sterne beobachten? Ja, die Leute kommen und wir begrüßen sie zuerst mal, dann können die Leute in die große Kuppel oder beziehungsweise auch in die kleine Kuppel. Das sind verschiedene Teleskope. Jedes Teleskop ist ein bisschen spezialisiert auf gewisse Objekte am Himmel und die zeigen wir dann. Also die Leute können ganz konkret durch die Teleskope schauen. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt auch, oder? Wir schauen uns jetzt den Südtiroler Nachthimmel etwas genauer an. Ja, bitte. Bitte. Dankeschön. Die Sternwarte in Obergummer in der Gemeinde Kaneid ist die erste und einzige Volkssternwarte in Südtirol. Hier wird nicht nur Astrofotografie betrieben, sondern auch der Sternenhimmel mit eigenen Teleskopen beobachtet. Am Sternenhimmel ist die Auswirkung der Lichtverschmutzung am besten nachzuweisen. Neben einigen einfachen Methoden zur Einordnung, wie das Auszählen von Sternen einer bestimmten Himmelsregion, gibt es auch anerkannte Skalen. Am meisten verbreitet ist die im Februar 2001 veröffentlichte Bortle-Skala nach John E. Bortle. Die Einteilung erfolgt in Klassen. Klasse 1 findet man nur mehr in der Wüste, wo es extrem dunkel ist und die Sterne am Himmel in ihrer vollen Kraft leuchten. Ab Klasse 4 spricht man nicht mehr von einem Landhimmel, sondern von einem Vorstadthimmel. Das geht dann so stufenweise weiter bis zu einem Nachthimmel über größeren Städten, wo der Himmel praktisch komplett beleuchtet ist. Hier verschwinden die Sterne quasi vom Nachthimmel. Jetzt wissen wir, welche Auswirkungen Lichtverschmutzung auf unseren Sternenhimmel hat und wir wissen auch, welche Auswirkungen die Lichtverschmutzung auf unsere Umwelt hat. Wir wollen in dieser Sendung aber auch wissen, welche Auswirkungen die Lichtverschmutzung auf unseren Körper hat. Und das sagt uns der Bozner Augenarzt Philipp Überbacher. Hallo, hallo Philipp, wir kennen uns und sind per Du. Philipp, vor allem im motorisierten Straßenverkehr stellt ja das künstliche Licht ein Problem dar für uns Menschen. Inwiefern denn? Ja, also viele Verkehrsteilnehmer empfinden das Licht der entgegenkommenden Fahrzeuge als sehr störend. Das sind vor allem Personen, die einen Sehfehler haben, zum Beispiel einen grauen Star, aber auch kurzsichtiger und weitsichtiger. Auch moderne Beleuchtungssysteme wie Xenonscheinwerfer oder LED-Scheinwerfer verschärfen diese Problematik. Die Folge sind eine schlechte Sicht, starke Blendung, Konzentrationsschwierigkeiten und eine schnelle Ermüdung, was dann natürlich auch wieder zu einer erhöhten Unfallgefahr im Straßenverkehr führt. Wie beeinflusst künstliches Licht uns eigentlich noch? Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir beim Autofahren geblendet werden, sondern künstliches Licht hat auch einen Einfluss auf unseren Körper. Also auch wenn das jetzt nicht mal Fachgebiet ist, aber es ist ja hinläufig bekannt, dass mit eintretender Dunkelheit im Körper das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird. Melatonin steuert den Tag-Nacht-Rhythmus in unserem Körper. Durch das nach hinten Verschieben der Nacht wird auch der Zeitpunkt für den qualitativ wertvollen Schlaf nach hinten verschoben. Der Schlaf ist ja wichtig für die Regeneration des Körpers, für das Wachstum, für die Gedächtnisleistung. Wenn wir jetzt also einen Schlafmangel haben, dann leiden diese ganzen Reparaturmechanismen des Körpers. Früher war es ja so, dass noch vor der Erfindung der Glühbirne und somit auch der Lichtverschmutzung, wenn man so will, die Menschen mit Eintritt der Dunkelheit ihre Arbeit gelassen haben, schlafen gegangen sind und dann erst wieder mit dem ersten Tageslicht aufgestanden sind.
dieser von der Natur gegebene Rhythmus ist jetzt natürlich in unserer hochtechnisierten Welt und aufgrund unseres Lebensstandards oder unserer Lebensweise gestört und entfällt zum Großteil. Jeder von uns kennt auch das Phänomen des Jetlags nach einem langen Interkontinentalflug. Auch hier ist es so, dass der Rhythmus der Melatoninausschüttung gestört ist, der Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört und wir erleben alle quälend lange Tage der Müdigkeit und schlaflose Nächte. Und was hat es eigentlich mit dieser Nachtblindheit auf sich? Der Begriff der Nachtblindheit beschreibt ja nichts anderes als die Fähigkeit des Auges, von Helligkeit auf Dunkelheit umzuschalten. Also Personen, die unter Nachtblindheit leiden, tun sich einfach schwer, in der Nacht oder bei Dämmerung etwas zu erkennen. Bei diesen Menschen könnte man jetzt eigentlich meinen, dass diese Lichtverschmutzung eigentlich willkommen ist. Obwohl die Beleuchtungstechnik immer ausgereifter wird und das Licht eigentlich immer besser wird, strahlt es doch unnütz und unkontrolliert irgendwo hin. Das schadet unserer Umwelt, das schadet uns Menschen und das kostet auch viel Geld. Was können wir also tun? Unnötiges Licht vermeiden. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da rumgehen. Achtung, siehst du da noch etwas? Ja, da ist so.